Hier müssen wir zuerst mal ein paar Begriffe klären. Also übersetzen, Übersetzungswissenschaft, auch das geht ziemlich durcheinander. Es gibt neuerdings viele Studiengänge überall auf der Welt, die heißen Übersetzungswissenschaft. Aber was dort gemacht wird, dort werden Übersetzerinnen und Übersetzer, also Praktikerinnen, ausgebildet. Ja? Nur klingt halt Übersetzungswissenschaft irgendwie nach mehr, als wenn man nur sagt, übersetzen. Also deswegen müssen wir, wenn wir über die Geschichte nachdenken, auch über die Geschichte des Übersetzens auf der einen Seite und die Geschichte der Übersetzungswissenschaft auf der anderen Seite uns klar machen, worüber wir eigentlich reden wollen. Also schon seit, Sie wissen, Übersetzen ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Und seit es Übersetzungen gibt und Leute gibt, die übersetzen, haben die auch über ihre Tätigkeit reflektiert. Und das sind so die Anfänge, die uns vorliegen. Da kann man aber nicht von Wissenschaft in unserem heutigen Sinne sprechen. Deswegen nenne ich das Reflexionen über das Übersetzen. Komme gleich da kurz drauf zurück. Da spricht man vom historischen Dilemma, weil alle Leute, die übersetzen, und vielleicht haben Sie das selber ja auch schon erfahren, zwischen diesen beiden Alternativen schwanken, treu oder frei, wie nah am Text, wie nah am Zielpublikum und so weiter. Ja? Und dieses Dilemma ist historisch. Jeder und jede, die übersetzen, steht irgendwann mal auch vor dieser Frage, wie treu soll es denn nun sein? Ich persönlich habe ein gespaltenes Verhältnis zu dem Wort treu, weil ich immer sage, ich kann meinem Mann treu sein. Ich versuche es wenigstens, ist aber jetzt nicht mehr so schwer in meinem Alter. Wie soll ich einem Text treu sein? Ja, da habe ich doch ernste Schwierigkeiten. Wir kommen darauf kurz zurück. Und demgegenüber die Übersetzungswissenschaft, also die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Phänomen Übersetzen oder den Produkten dieser Tätigkeit, Übersetzung, die gibt es erst seit etwa 1960. Und es ist ja dann eigentlich doch eine ziemlich junge Disziplin. Und es ist nicht so verwunderlich, dass es noch nicht überall bekannt ist, dass es diese gibt. Also ich habe ja zusammen mit meinem Mann Klaus Berger, wie Sie vielleicht wissen, das Neue Testament und die frühchristlichen Schriften übersetzt. Und in einer Rezension zu diesem Buch stand ja Klaus Berger, seine Übersetzung, die er zusammen mit einer Übersetzungswissenschaftlerin in Anführungsstrichen angefertigt hat. Und diese Anführungsstrichen, die weckten Mordlust in mir. Können Sie sich vielleicht vorstellen. Ne? Ich meine, man ist immer in dieser Legitimierungsfalle. Ja? Was machten ihr eigentlich, was die Philologen und die Theologen und was für Logen alle nicht schon seit Hunderten von Jahren machen? Und wir sagen, ja, wir sind ja erst 50 Jahre alt. Das können wir schon alles gemacht haben. Unter Übersetzungstheorie oder Theorien, da gibt es nicht eine einzige, verstehen wir dann Modelle des Übersetzens als Prozess oder der Übersetzung als Phänomen. So, das nur mal so kurz für den Anfang zum Klarwerden. Jetzt ein kurzer Blick auf diese historischen, auf einige dieser historischen Dichotomien, dieses historische Dilemma. Also eine der ersten Dichotomien ist die von Cicero. Bei Ihnen hätte ich natürlich die Jahreszahlen nicht dazu schreiben müssen, aber das ist eine Folie, die ich auch anderweitig verwende. Und Cicero, bekanntlich Rechtsanwalt, überlegte sich, wenn er so übersetzte, was soll ich denn machen? Und dann schrieb er das jetzt in meinen Worten gesagt, funktional übersetzt, so auf, dass er sagte, also du kannst entweder wie ein Übersetzer übersetzen, dann ist das Resultat ziemlich schaurig und manchmal vielleicht sogar unverständlich. Oder du kannst wie ein Redner übersetzen und Orator. Und dann werden alle über dich herfallen und sagen, du bist kein guter Übersetzer. Und da können wahrscheinlich heutige Übersetzerinnen und Übersetzer immer noch ein Lied von singen. Das ist also nichts Neues. Wie ein Übersetzer, das zeigt uns, wie zu Ciceros Zeiten das Übersetzen gesehen wurde, nämlich texttreu bis zum Äußersten. Ja?
Und daher wissen wir überhaupt etwas über diese Vorstellung, dieses Konzept von Übersetzen, das zu Ciceros Zeiten vorherrschte. Dann nehmen wir einen anderen sehr bekannten, bei Ihnen natürlich überaus bekannten Herrn, nämlich den heiligen Hieronymus, der nach seiner Übersetzung ebenfalls, das ist, scheint auch irgendwie eine Universale und eine Konstante zu sein in der Geschichte, nach einer Bibelübersetzung wird man immer fürchterlich in der Luft zerrissen und angefeindet. Und dann muss man sich verteidigen, ja, so wie Cicero und Hieronymus und Berger Nord und andere auch, verteidigen sich dann und sagen, also es gibt ja zwei Möglichkeiten des Übersetzens, entweder man übersetzt Verbum e Verbo und oder man übersetzt Sensum de Sensu, also sinngemäß. Und ich mache das so, sagt Hieronymus, wenn ich die Heiligen Schriften übersetze, dann halte ich mich an die Worte oder sogar an die Wörter. Während wenn ich andere profane Texte übersetze, dann gebe ich den Sinn wieder. Also ich habe mir Hieronymus' Übersetzung ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe auch dazu einen Aufsatz geschrieben. Ich glaube, der ist auch in dem Reader drin. Er tut nicht wirklich, was er sagt. Also auch seine Bibelübersetzung ist nicht jetzt wirklich so Wort für Wort, dass man sie eine Interlinear-Version nennen könnte. Ja, er sagt, ja, sogar die Wortstellung könnte ja irgendwie das Mysterium des Glaubens verdeutlichen und dann sollte man da auch nichts dran ändern, tut er aber nicht. Also ganz vernünftig eigentlich. Ja? Aber das Programm, da denkt man dann natürlich auch, für wen hat er das geschrieben hier und wo saßen seine Feinde. Und dann, die kann man ja nicht immer erwarten, dass die dann auch wirklich hingehen und die Texte vergleichen und sagen, hey, er hat da doch was anderes gemacht. Martin Luther, genau dasselbe, ja, in seinem Sendbrief zum Dolmetschen, wobei Dolmetschen damals anders gebraucht wurde als heute, macht er auch einen Unterschied zwischen Übersetzen, in Anführungsstrichen, im engeren Sinne, also so wie ein Übersetzer bei Cicero, und dem Eindeutschen. Und Sie kennen ja alle die Geschichte mit dem Volk aufs Maul schauen und so weiter. Das Zitat wird gerne verwendet und dann sagt man, ja, Luther war überhaupt der erste Funktionalist. Stimmt auch wieder nicht, ist ein Mythos. Denn an einer anderen Stelle sagt er, was man nicht so häufig zitiert, dass er wohl die Buchstaben des griechischen Textes, etwa im Neuen Testament, ganz genau befragt habe und möglichst kein Jota verändert habe. Diese beiden Zitate an verschiedenen Stellen seines Sendbriefs, ja, gehören zusammen. Was er nicht tut, er sagt uns nicht, wann er was gemacht hat. Er sagt, wenn es dann auf die Wörter ankam, dann habe ich so übersetzt. Wenn Sie sich seine Übersetzung anschauen, dann werden Sie sehen, dass in den narrativen Texten er die Eindeutschungsvariante genommen hat. Deswegen kann man diese Texte so wie Gleichniserzählungen und Wundergeschichten und so, die kann man heute noch mit ein paar kleinen Modernisierungen, die auch meiner Meinung nach nicht immer wirklich notwendig gewesen wären, gut lesen. Während bei den Briefen etwa, da wo es um Theologisches geht, die waren vermutlich auch für seine Zeitgenossen schon nicht so einfach zu verstehen. Also das ist jetzt nicht nur das Zeitliche, die zeitliche Distanz, sondern es ist einfach das Vorwissen, was einem fehlt, wenn man es richtig verstehen will. Ja, gut. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen schneller durch. Dann gibt es den John Dryden, damit wir nicht immer nur im deutschsprachigen Bereich sind. Der findet auch Namen für seine beiden Dichotomien. Es ist immer im Prinzip die gleiche Unterscheidung, also Metaphrase und Paraphrase, wobei Paraphrase bei uns jetzt auch schon wieder ein Schimpfwort ist in Bezug auf die Übersetzung. Ne? Das ist ja keine Übersetzung, das ist ja eine Paraphrase und das ist eigentlich so schon ziemlich schlimm. Friedrich Schleiermacher, jetzt sind wir wieder im deutschsprachigen Bereich, der hat diese schöne Metapher geprägt von den Text zum Leser bringen oder den Leser zum Text bringen. Und er war der Meinung, dass die
Variante den Leser zum Text bringen, das eigentliche Übersetzen sei. Ja? Das ist jetzt nicht, man kann nicht sagen, dass er eine Übersetzungstheorie hatte. Er hat nur gesagt, man gibt die zwei Möglichkeiten zu übersetzen. Und also wenn man jetzt wirklich anspruchsvolle Texte übersetzt, dann muss man diese Strategie verwenden, den Leser zum Text führen. Also ich nehme den Leser bei der Hand und sage, guck mal, das ist ein fremder Text, den übersetze ich dir mal. Muss ich dir vielleicht auch ein bisschen was erklären in der Fußnote und so. Ja? Und diese andere Form mit dem Text zum Leser bringen, das nennt er das bloße Dolmetschen. Da meint er auch wieder nicht das, was wir heute unter Dolmetschen verstehen, sondern er meint Übersetzen von, ja, würde ich sagen, Gebrauchstexten. Ja? Und das bewertet er ziemlich abfällig. Das ist also eigentlich auch kein Übersetzen. Heute können wir sagen, dass vielleicht 97% aller Übersetzungen solche Gebrauchstexte sind und nur der kleine Rest ist dieses, was Schleiermacher für das wahre Übersetzen hielt. Aber wir sehen, wir finden hier diese Dichotomien überall und vielleicht noch hier eine ein bisschen neuere, Juliane Haus, ziemlich bekannt auch in der Übersetzungswissenschaft, spricht von Overt Translation und Covert Translation. Overt, also offen, sichtbar als Übersetzung, erkennbar. Sie sagt nicht darüber, ob das schön oder hässlich wäre, so wie Cicero. Ja? Oder Covert Translation. Und sie macht das auch an den Textsorten fest. Das heißt, sie würde sagen, Texte, die an eine historische Situation gebunden sind, die würde man overtly übersetzen. Und Texte, ja, Gebrauchstexte, die nicht mit ihrer Situation verhaftet sind, die würden dann covertly übersetzt. Das heißt, so, dass man gar nicht merkt, dass man eine Übersetzung liest. Da ist das sozusagen der Mantel der Sprachüblichkeit darüber. Und häufig haben diese Texte ja nicht mal einen Hinweis darauf, dass es Übersetzungen sind. Also denken Sie mal an Ihre letzte Bedienungsanleitung für Ihr Smartphone oder sonst irgendein Gerät. Da steht nirgendwo aus dem Koreanischen übersetzt von, sagen wir jetzt nicht, Kim Il-sung den Zweiten, sondern irgendjemand anders. Aber das wird sozusagen, ja, zugedeckt. Ne? Interessiert ja auch niemand. Was die Leute interessiert ist, dass sie mit dieser Bedienungsanleitung was anfangen können. Und da will man auch nicht immer wissen, was da alles davor passiert ist, bis es zu diesem Text kam. Das merkt man erst dann, wenn der Text irgendwo nicht so ist, wie er sein sollte. Dann sagt man, ist eine Übersetzung, ist schlecht. Ja? Und dadurch kriegen natürlich Übersetzungen auch so an, so einen schlechten Ruf, ja, weil man eigentlich nur merkt, wenn es mal nicht funktioniert. Dann ist das Geschrei groß. Lawrence Venuti, ein Amerikaner, der in Schleiermachers Fußstapfen steigt und genau wie Schleiermacher auch sagt, nein, also domesticating, also so eindeutschen oder einamerikanisieren, das geht gar nicht. Man muss an einer Übersetzung muss man auch sehen, dass es eine Übersetzung ist. Mit seinen Übersetzungen kann ich nicht so viel anfangen, aber manche Leute sagen auch, das liegt daran, dass er nicht so gut Italienisch kann, weil er aus dem Italienischen übersetzt. Gut, auch da würde ich noch nicht von einer Übersetzungstheorie sprechen oder Wissenschaft des Übersetzens, obwohl wir inzwischen da schon in den 90er Jahren sind. Und ganz Schluss darf ich natürlich meine Wenigkeit auch nicht vergessen. Darauf kommen wir wieder zurück. Bei mir gibt es also auch diese Dichotomie, allerdings etwas feiner aufgefieselt. Also diese zwei Typen für den Unterricht, für die Didaktik des Übersetzens sind mir einfach zu wenig. Ja, das reicht nicht zu sagen, das wussten die Leute auch vorher schon. Die fragen mich, wie frei muss oder darf man bei ihnen übersetzen. Das reicht überhaupt nicht, sondern man muss mal ein bisschen gucken, was es alles für verschiedene
Typen und Formen von Übersetzen gibt. So, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt sind wir sozusagen in der modernen Übersetzungswissenschaft. Und die könnte man, das werden wir gleich ein bisschen tun, so nach Paradigmen ordnen. Macht man ja gerne. Das habe ich jetzt erstmal hier nur so grafisch dargestellt. Also es fängt an mit dem Paradigma Übersetzen als Umkodieren, geboren aus der kontrastiven Sprachwissenschaft. Und vor allen Dingen MÜ heißt maschinelle Übersetzung. Die war es überhaupt, die maschinelle Übersetzung und die Versuche dazu haben eigentlich den Start für die Übersetzungswissenschaft gegeben. Obwohl wir heute da die Nase rümpfen würden und sagen, naja, ist das Übersetzen, was die da machen. Okay, dann Übersetzen als Verstehen. Es gibt ein von Schleiermacher über Gadamer natürlich und in Heidelberg Fritz Paepcke und Radegundis Stolze, so einen Strang hermeneutische oder neohermeneutische Übersetzungswissenschaft, die offenbar in bestimmten Regionen, also in Osteuropa, Rumänien, Bulgarien, so, im Moment ganz große Konjunktur hat. Da sieht man plötzlich, dass da so Nester entstehen von jungen Forscherinnen und Forschern, die sich dieser Richtung verschrieben haben. Deswegen kann man auch sagen, das soll das darstellen hier mit den Pfeilen, diese Paradigmen lösen sich nicht ab, sondern die überlappen sich und mal kommt die eine wieder ein bisschen hoch und die andere geht in den Hintergrund. Ne? Aber im Prinzip sind sie eigentlich alle da. Und deswegen kann man auch nicht von einer Übersetzungstheorie sprechen, sondern sagen, da gibt es verschiedene Theorien, verschiedene Zugänge. Ich würde vielleicht nicht immer Theorie sagen, sondern Ansätze, ja? Zugangsweisen zum Übersetzen. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Ich bin gar nicht so für so eine Gleichschaltung da, weil ich finde, je nachdem, wie man auf die Übersetzung guckt, fallen einem natürlich andere Phänomene, andere Aspekte ins Auge. Ja? Und wenn man jetzt nur alle so Mainstream-mäßig das betrachten, dann geht uns wahrscheinlich doch ziemlich viel durch die Lappen. Dann gibt es als drittes, also im Prinzip fangen die schon so nacheinander an, ja, und gehen dann weiter. Übersetzen als Handeln, Skopos und Funktionalismus, da würde ich mich selber verorten und deswegen kriegen Sie davon, ach ja, auch noch zur Genüge zu hören. Übersetzen als mein mentaler Prozess, das fing so Mitte der 80er Jahre an, als Leute anfingen, sich zu überlegen, was passiert eigentlich im Kopf einer Übersetzerin, wenn sie übersetzt. Ja? Und das fing an mit Protokollen des lauten Denkens. Ja, also verbalisieren Sie mal alles, was Ihnen so beim Übersetzen durch den Kopf geht. Und das hört immer noch nicht auf mit neurophysiologischen Untersuchungen, wo man dann Gehirnströme misst und guckt, wo es warm wird, wenn jemand übersetzt. Im Kopf, im Gehirn. Und ob das wirklich mit der rechten und der linken Hirnhälfte stimmt. Ja, okay. Dann haben wir einen wichtigen Zweig, die Descriptive Translation Studies. Übersetzen als Schaffung zielkultureller Fakten wird das beschrieben. Also jetzt tritt plötzlich der Ausgangstext in den Hintergrund und wir gucken Übersetzungen an aus der Perspektive der Zielkultur. Und es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass das von einem Israeli angefangen wurde. Denn wenn man sich das mal so überlegt, die israelische Literatur beispielsweise besteht zunächst mal aus Übersetzungen. Ja? Und diese Übersetzungen bilden da eine Art literarisches Repertoire. Also die beschäftigen sich hauptsächlich mit literarischen Texten und literarischen Übersetzungen. Und dass diese zielkulturelle Perspektive nun ausgerechnet dort aufgekommen ist, finde ich historisch und auch politisch, ideologisch und so weiter sehr verständlich. In Belgien gibt es auch ein Zentrum für diese... Gut. In Belgien gibt es auch ein Zentrum für diese Art der Übersetzungsforschung
Und in Deutschland gab es lange Zeit ein Projekt von der DFG in Göttingen. Das ist sozusagen die Göttinger Übersetzungsforschung, ist aber inzwischen eingestellt. Dann haben wir als nächstes Übersetzen als Emanzipation. Und darunter fasse ich die feministische Übersetzungswissenschaft, die gibt es natürlich auch, und den Postkolonialismus, das heißt Emanzipation jetzt von Ländern, von Kulturen, von Nationen aus der Kolonialzeit mit ihren Literaturen, die zum Teil hybrid sind. Und da gibt es natürlich interessante Phänomene für die Übersetzung. Ja, was machen Sie da in der Übersetzung, wenn Sie so einen hybriden Text haben, der Englisch und Tamil vielleicht vermischt? Und ja, und Sie übersetzen das ins Deutsche. Ja, vielleicht Deutsch und Bayerisch, oder? Deutsch und was immer. Okay, das ist also schon super spannend. Und vielleicht schließlich, das klingt jetzt so, wie es auch gemeint ist, Übersetzungen als Datenmengen. Ich stamme aus einer vorsintflutlichen Zeit. Deshalb bin ich nicht so unbedingt gläubig in Bezug auf Korpora und Daten, die man analysiert. Das ist ganz modern bei vielen jungen Forscherinnen und Forschern, die analysieren riesige Mengen von Daten. Und manchmal denke ich, naja, da kreist der Berg und was herauskommt, ist ein kleines Mäuslein oder vielleicht auch eins, das wir vorher schon kannten und gedacht haben, ja, aber jetzt können wir es beweisen an 3 Millionen Wörtern Korpus. Okay? Aber das müssen Sie jetzt nicht für bare Münze nehmen. Ich sage so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Okay, so, kommen wir wieder zurück zum Anfang. Übersetzen als Umkodieren, das fing an mit der kontrastiven Linguistik und dort ging es um die Äquivalenz zwischen Elementen der Sprachsysteme. Sehr wichtig, haben Sie bestimmt schon von gehört. Saussure war derjenige, der diese Unterscheidung gemacht hat zwischen Langue und Parole, also Sprachsystem und Sprachwirklichkeit. Und wenn man Sprachsysteme vergleicht, dann weiß man noch nicht so viel über die Wirklichkeit und das Übersetzen ist eigentlich ein Phänomen der Parole, also der Sprachwirklichkeit. Wir übersetzen Texte und nicht Wörterbücher oder Grammatiken. Ja, manchmal auch Grammatiken, aber dann als Texte. Und das kam eben zusammen mit der maschinellen Übersetzung, wo man gedacht hat, ja, wenn wir hier jetzt diesen Algorithmus finden, dass wir sagen können, wir können den Computer jetzt beibringen, wenn das und das vorkommt in dem Ausgangstext, dann muss er das und das da einsetzen. Die Träume gingen in den Himmel und als ich studierte, das war ungefähr um die Zeit, waren auch die Unken nicht fern, die sagten, oh, ob sie wohl mal später noch wirklich ihren Beruf werden ausüben können. Nun ja, ich übe ihn noch aus und Generationen von Studierenden, die ich ausgebildet habe, üben ihn auch aus. Und es wird auch noch, meine Tochter ist Übersetzerin und Übersetzungswissenschaftlerin. Wie das mit meinen Enkeln ist, weiß ich noch nicht so genau. Die sind schon mal auf jeden Fall zum Teil zweisprachig. Das lässt sich schon ganz gut an. Also ich denke mal, wir werden schon noch ein paar Generationen zu tun haben. Da brauchen Sie jetzt auch keine Angst zu haben. Ne? Da wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wenn ich mir manchmal angucke, die Probleme, die so erörtert werden von den Spezialisten in der Maschinenübersetzung, dann denke ich, oh nee, das hatten wir alles schon mal vor 50 Jahren, das ist eigentlich noch nicht wirklich ein Fortschritt. Klar, es gibt Übersetzungsprogramme, die auch verwendet werden, automatische Übersetzung, die Europäische Kommission benutzt das, wenn sie große Mengen von Texten in schneller Zeit übersetzen müssen und hinterher dann entscheiden, ob sie es wirklich übersetzt haben wollen oder nicht. Ja, also um mal zu sehen, was drinsteht. Sie haben vielleicht selber auch schon mal mit Google Translate oder Babelfish oder sonst was gearbeitet. Das ist ganz lustig. Ich mache das ja auch, wenn ich zum Beispiel für meine Vorlesung in Amman Beispiele suche, Arabisch-Englisch. Ja? Und dann nehme ich das natürlich und gucke mal immer, was rauskommt. Manchmal habe ich es aus Versehen seitenverkehrt, wenn ich das nicht gemerkt habe. Ja? Weil meine Arabischkenntnisse
gegen Null tendieren. Ja, also dieser Gedanke aber von der Äquivalenz, dass man ja, sprachliche Elemente ersetzt, der zieht sich schon noch ziemlich weit durch die Übersetzungswissenschaft. Und es gibt auch Leute, die haben das bis heute nicht abgelegt. Ja? Daraus entwickelte sich, oder so ungefähr zeitgleich, entwickelte sich die Stilistik comparée, die eigentlich auch eine kontrastive Linguistik und nicht Stilistik ist. Wenn wir von Stilistik sprechen, würden wir ja sagen, da geht es um Auswahl zwischen verschiedenen Ausdrucksformen, aber die Vinet und D'Arblay, wirklich die Klassiker für die kontrastive Linguistik, Französisch, Englisch, Deutsch, die sprechen von Übersetzungsverfahren, wenn sie die Systeme vergleichen. Ja, sie sagen, das System der englischen Sprache, das System der deutschen Sprache und die Relationen zwischen den einzelnen Wörtern, die nennen sie Übersetzungsverfahren. Also wenn zum Beispiel Schublade auf Französisch Tiroir heißt, dann liegt da eine Modulation vor, laut Vinet D'Arblay, weil nämlich die Schublade ja was zum Schieben ist und der Tiroir ist was zum Ziehen. Nun kennen Sie Schubladen, ne? Und Sie sagen, Sie können die nicht permanent immer nur ziehen oder nur schieben, sondern Sie brauchen eigentlich beides. Aber die beiden Sprachen verbalisieren unterschiedliche Aspekte dieser Handlung, Schublade auf, Schublade zu, was super interessant ist und was natürlich in irgendeinem ganz subtilen, literarischen, spielerischen Text vielleicht mal eine Rolle spielen kann. Aber für normale Menschen ist das relativ unerheblich. Ne? Oder wenn man eben sagt, wir kommen irgendwo an und die Spanier kommen irgendwohin an, das heißt, die haben das Ganze vorher. Das Ankommen fängt bei denen viel früher an als bei uns. Das sind auch Dinge, die vielleicht so ganz ab und zu mal eine Rolle spielen können. Also es schadet nichts, wenn man darüber was weiß, aber so für die normale Übersetzungstätigkeit im richtigen Leben ist es, naja, ich sage, es ist gut zu wissen, wenn man diese Verfahren kennt, dann fallen einem manchmal auch irgendwie Möglichkeiten ein. Also bei unserer Übersetzungsarbeit hat mein Mann oft gesagt, wie bist du jetzt da drauf gekommen? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich eigentlich auch nicht so sagen, das ist meine übersetzerische Kompetenz. Die habe ich zwar nicht am Beispiel Griechisch-Deutsch oder Lateinisch-Deutsch oder sowas gelernt, sondern Spanisch-Deutsch und Englisch-Deutsch, aber ist eine Kompetenz, die man von diesen Sprachen loslösen kann, von diesem Sprachenpaar loslösen kann. Und ich weiß halt die Tricks, ja, wie man mal da so um die Ecke denken kann und sagt, warum machst du es nicht einfach mal so? Oder hier jetzt sowas wie Entlehnung, die verschiedenen Formen, Modulation habe ich eben schon erwähnt, Transposition wäre eine syntaktische Verschiebung. Ja, wenn Sie sagen, Sie haben da ein Adjektiv und ein Substantiv und in einer anderen Sprache, gibt es aber für das Adjektiv jetzt nicht wirklich sowas, was Sie als Äquivalent sich vorstellen können, ja, warum versuchen Sie es nicht mal andersrum und suchen ein Substantiv mit dieser Semantik, ja, und stecken das andere in ein Adjektiv. Das nennt man dann Transposition oder Chassé-Croisé, wenn man so die Wortarten tauscht. Und das ist gut, wenn man sowas auch mal weiß, dass das geht und dass es auch nicht verboten ist beim Übersetzen. Das bringt einen doch vielleicht auf Ideen. Deswegen kommt sowas auch immer in meinen Vorlesungen vor, nicht jetzt wirklich zentral, aber man muss es doch mal wissen. Adaptation, wenn man also an die Zielkultur adaptiert, wenn Sie also aus dem Weihnachtsmann einen Father Christmas oder gar einen Santa Claus machen, habe ich mal mit Studierenden furchtbar gestritten, weil die gesagt haben, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden. Und dann habe ich gesagt, also als ich klein war, gab es den Weihnachtsmann schon, aber von Coca-Cola hatten wir eigentlich noch nicht so viel gehört. Wie kann das sein? Ja? Und das war das Übersetzungsproblem. Ja? Wenn plötzlich der Santa, weil er so einen dicken Bauch hat und so einen roten Mantel anhat, und deswegen ist er Coca-Cola. Ja? Also in meinem kulturellen Gedächtnis hat er den roten Mantel aus anderen Gründen, wie Sie ja natürlich wissen. Nicht wegen Coca-Cola. Oder Äquivalenz, das wäre jetzt so
Äquivalenz zwischen Situationen. Das Beispiel, was immer gebraucht wird, ist they greeted one another with a holy kiss, und das wird dann übersetzt mit sie schütteln sich zur Begrüßung die Hände. Da kann man natürlich auch drüber tiefsinnig werden. Jörn Albrecht wäre so ein Name von einem Übersetzungswissenschaftler, der in Heidelberg gelehrt hat und der auch heute noch sehr stark diese linguistische Richtung vertritt. Er ist trotzdem ein netter Mensch und ich kann mich auch gut mit ihm unterhalten. Wichtig wäre dabei dann zu überlegen, ja, wir sind in einer Zeit mit den zwei Deutschlands und dem Eisernen Vorhang, und jenseits des Eisernen Vorhangs gab es schon ziemlich früh eine Übersetzungswissenschaft, die verbunden ist mit dem Begriff Leipziger Schule. Das heißt, das fand in Leipzig statt, an der Karl-Marx-Universität. Und dort, das fing auch in den 60er Jahren an, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der Eiserne Vorhang auch in dieser Hinsicht nicht sehr durchlässig war. Ja, also in meinem Studium kam also beispielsweise Otto Kade, das ist so der Name schlechthin, überhaupt nicht vor. Ja, und von den anderen hatte ich schon überhaupt nichts gehört. Das sind so ein paar Namen, einige sind verstorben inzwischen, aber Gerd Wojtyak zum Beispiel hat sich inzwischen auch ein bisschen dem Funktionalismus geöffnet. Also man merkt schon, da passiert auch ein bisschen was. Diese Modelle der Leipziger Schule sind äquivalenztheoretisch begründet, also man spricht von Äquivalenz, man sucht die Äquivalenz, aber immerhin mit einem kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund. Also es kommen immerhin schon mal so Leute wie Sender und Empfänger da in diese Modelle mit rein, und das scheint mir schon auch ein ziemlich gravierender Sprung zu sein, denn am Anfang war immer nur von Sprachsystemen die Rede. Ja, übersetzen war etwas, was nur zwischen Sprachen, was immer das sei, passierte. Und dass da Menschen bei eine Rolle spielten, wurde nicht thematisiert. Mein ganzes Studium hindurch eigentlich nicht. So, um das jetzt ein bisschen deutlich zu machen, kriegen Sie jetzt eine sehr simplifizierte Art der Darstellung zu sehen, nämlich alle machten natürlich auch solche Prozessmodelle. Und die ersten Modelle, die um diese Zeit, 64, sehen Sie aber Wils, Saarbrücken 1977 hat das auch noch, waren Zwei-Phasen-Modelle. Also Übersetzen findet in zwei Phasen statt. Sie analysieren den Ausgangstext und dann macht es irgendwie Peng oder Klick oder sowas. Und dann machen Sie einen Zieltext daraus. Mein Verdacht ist der, dass man dabei stark ans Simultandolmetschen vielleicht gedacht hat, wo es einem ja tatsächlich so vorkommt. Ja, also hier geht es auf Englisch rein und da kommt es auf Französisch raus und dazwischen passiert irgendwo dieser Switch. Also das nennt man Code-Switching. Und jeder, der mal übersetzt hat oder auch gedolmetscht, weiß, dass das also jetzt vielleicht doch zu sehr vereinfacht ist. Deswegen ist man auch schon ziemlich bald auf ein Dreiphasenmodell gestoßen. Und zwar fängt an mit der Ausgangstextrezeption. Dann gibt es eine Transferphase, und die ist für mich als Didaktikerin natürlich besonders wichtig, denn wenn es die nicht gibt, kann ich niemandem Übersetzen beibringen. Da kann ich nur sagen, guck mal, wie schön ich übersetzen kann, jetzt macht ihr es auch mal. Ja? So. Und dann macht man den Zieltext, und das ist natürlich jetzt die super interessante Phase. Ja, denn Textanalyse, das machen viele. Text produzieren, das tun auch viele. Dazu brauchen wir die Übersetzungswissenschaftler nicht. Aber was da passiert, das ist natürlich das Interessante. Ja, ein wichtiger Name, den man auch besonders im Zusammenhang mit Bibelübersetzung nennen muss, ist Eugene Nider. Vor wenigen Jahren, 3 Jahren oder was, im gesegneten Alter von 96 verstorben. Also Bibelübersetzung scheint irgendwie zu konservieren, ist meine große Hoffnung. Ja, und der hatte schon ganz früh dieses Dilemma oder diese Dichotomie so formuliert, dass er von Formal Equivalence versus Dynamic oder Functional Equivalence gesprochen hat.
Bibelübersetzer. Er war lange Jahre Direktor der American Bible Society und war da wirklich zuständig für die Übersetzung der Bibel in alle Sprachen dieser Erde. Hat auch Bibelübersetzer ausgebildet und diese Sache mit der Formal Equivalence versus Dynamic Equivalence kommt natürlich daher, weil er sagt, wenn man Leuten, die noch nicht zum Christentum gehört haben, das nahebringen will durch eine Bibelübersetzung, dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass sie mit diesem Text, dass der in ihre Kultur reinpasst, dass sie da Verbindungen herstellen können, dass sie damit was verbinden können. Also das klassische Beispiel, was dann immer genannt werden muss, ist das, wie soll ich denn die Chinesen überzeugen, dass sie um Brot bitten sollen, wo die doch gar kein Brot essen. Also 3 Wochen China und ich hätte alles gegeben für eine Scheibe Brot. Ja? Und dann sollen die also beten, lieber Gott, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist doch Quatsch. Ja? Also, jetzt dynamisch äquivalent formuliert, unsere tägliche Schüssel Reis gib uns heute. Und dann wissen Sie, was das bedeutet und was Sie damit anfangen sollen. Ja? Das war sicherlich auch die ganze Zeit, wo man nicht von Globalisierung sprechen konnte und es wirklich noch so Kulturen irgendwo entfernt im Pazifik gab, die vielleicht kein Fernsehen hatten und nicht irgendwie mit der anderen Welt verbunden waren, war das wahrscheinlich auch noch ein ganz sinnvoller Gedanke, auch als man dieses Kugelmodell in der Kulturbetrachtung favorisiert, wo man sagt, ja, Kulturen sind irgendwie abgeschlossen, in sich abgeschlossene Kugeln und ja, so. Das haben inzwischen auch die Bibelübersetzer von der United Bible Societies und von der American Bible Society und so weiter gemerkt, dass das nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, weil wo sind jetzt diese ganzen Kulturen? Und deswegen sind sie gerade auf der Suche nach Bible Translation After NIDA und da komme ich ins Spiel, da bin ich jetzt ganz groß. So, dann war aber das auch die Zeit, wahrscheinlich haben Sie ja den Namen auch schon gehört, von Chomsky, Noam Chomsky, der vieles Interessante gemacht hat, aber um die Zeit seine generative Transformationsgrammatik auf den Markt geworfen hat und das hat den NIDA nun dazu gebracht, hier so ein Transformationsmodell zu entwerfen, was leider ja wieder ganz stark äquivalenz- und Sprachsystem bezogen ist und mit seiner früheren Idee mit der dynamischen Äquivalenz gar nichts mehr zu tun hat. Denn er sagt, man analysiert den Ausgangstext, indem man ihn sozusagen auf seinen Bedeutungskern zurückführt. Der wird dann transferiert in die andere Kultur und dann baut man so langsam den Zieltext wieder auf. Ja, und nachher hat man wieder die Oberfläche. Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur sind so 2 Schlagwörter aus der Chomskyschen Transformationsgrammatik. Das sieht man hier ganz deutlich. Leider hat dieses Modell mehr Wirkung gezeitigt in der Translationswissenschaft, der Übersetzungswissenschaft, als sein vorheriges, was halt natürlich auch immer zitiert wird. Aber dies ist halt irgendwie, klingt ja dann doch wieder wissenschaftlicher und dann hat es mehr Chancen, mindestens in Deutschland. So, der Äquivalenzbegriff wird natürlich jetzt auch irgendwo mal hinterfragt, weil erst als ich studiert habe, war der unwidersprochen, ungefragt, unhinterfragt. Also meine Lehrerin Katharina Reis veröffentlichte 1971 ihr, also eigentlich das erste wissenschaftliche Buch zur Übersetzung, Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Und da definiert sie überhaupt nicht den Begriff Äquivalenz, weil der so selbstverständlich war anscheinend, dass niemand auf die Idee kam zu sagen, ja, was ist denn eigentlich Äquivalenz? Das tat Werner Koller dann zuerst 1979 und später immer wieder und ich glaube, er tut es auch immer noch. Denn er sagt, nee, also eine Äquivalenz kann es nicht geben, das ist viel zu komplex. Wir brauchen also mindestens 5, ja? So, jetzt haben wir statt einer Äquivalenzbeziehung 5. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt damit? Naja, also seine Idee ist, dass der Ausgangstext einem dann irgendwie sagt, welche für ihn
die wichtigste ist. Das ist wieder so die Frage, was machen Texte? Können Texte sprechen? Kann man Texten treu sein? Und so, ich sehe das alles etwas weniger anthropomorph. So, dann gehen wir mal schnell zum Übersetzen als Verstehen, damit wir irgendwann mal weiterkommen. Ich muss ja irgendwie mal auch auf die Uhr gucken, genau. Das hatte ich schon ein bisschen erwähnt, deswegen will ich das nicht wiederholen. Aber es ist ganz deutlich, dass das so eine Art Gegenbewegung zu dieser sehr linguistisch fixierten Übersetzungswissenschaft ist. Ja, jetzt plötzlich sagt man, ja, und der Text und die Interaktion zwischen Leser und Text und die Horizontverschmelzung und was wir alles von Hans-Georg Gadamer gelernt haben. Ja, Fritz Pepke war auch schon zu meiner Zeit in Heidelberg Professor für Französisch, der französischen Abteilung, und der hat das sehr stark vertreten. Eine seiner wichtigsten Schülerinnen ist Radegunde Stolze. Reiche Publikationstätigkeit, wenn Sie das interessiert, finden Sie das überall im Internet. So, jetzt, ich habe schon gesagt, bei Neider kam schon so ein kleiner Funken davon vor. Klar, weil er praktische Bibelübersetzung machte, waren die Adressaten für die Bibelübersetzung plötzlich ganz wichtig. Ja, denn wenn man das alles nur so als eine Art, ja, Übung auf dem grünen Tisch macht oder für die Maschinenübersetzung macht, dann kommen diese Faktoren natürlich nicht wirklich rein. Und es war Hans Josef Vermeer in Germersheim zunächst, also gehört zu ihrer Universität hier, der 1978 zuerst, also 1977 hat er in Germersheim eine Vorlesung gehalten mit diesem selben Titel, ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie. Und das haben ein paar von den Kolleginnen und Kollegen, die da unterrichtet haben, auch schon gleich aufgenommen. Dann hat er 1978 den ersten Aufsatz dazu veröffentlicht in den lebenden Sprachen. Das war und auch ist heute eine Zeitschrift für Praktika. Und angesichts der notorischen, Distanz, um es mal vorsichtig auszudrücken, zwischen Theorie und Praxis, besonders in der Übersetzungswissenschaft, hat es keiner gelesen. Ja? Also die Wissenschaftler lesen die lebenden Sprachen nicht und die Praktiker interessieren sich nicht für einen Artikel, der einen Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie heißt. Ja, Translation als Oberbegriff für Übersetzen und Dolmetschen war auch noch nicht so bekannt. Das hatten die Leipziger erfunden, und Theorie mögen sie auch gar nicht so. Das ist, deswegen heißt meine Vorlesung zum Beispiel in Amman, die heißt Basic Principles of Translation und nicht etwa Translation Theory. Ja? Weil Studierende haben Angst vor dem Wort Theorie, und das muss man ihnen ja nun nicht immer zu unter die Nase reiben. So, und diese allgemeine Translationstheorie, das ist jetzt auch kulturell ganz interessant, nannte er Skopos-Theorie. Ja, Skopos kennen Sie, Sie können ja Griechisch jede Menge, habe ich gehört, sind Sie ganz fit. Ja, also im Vokabular hapert es noch ein bisschen, aber Skopos kennen Sie auf jeden Fall, das Wort. Heißt ja nun Zweck oder Ziel oder sowas, ja? Und warum nennt das nicht einfach Zwecktheorie? Hätte vielen Leuten viel Kopfzerbrechen erspart, ja, aber vielleicht auch nicht, denn dann hätte das niemand ernst genommen. Denn das ist nun mal so in der deutschen akademischen Welt. Sie brauchen also Latinismen mindestens, aber ein Gräzismus ist schon noch besser. Ja? Also Karl Bühler mit seinem berühmten Organon-Modell hat es vorgemacht. Ja? Also nennen Sie was Zwecktheorie, denn sagen die Leute Zwecktheorie, was für Käse, womit soll man das denn essen? Aber nennt er das Skopos-Theorie, dann sagen sie, oh, das ist ja wissenschaftlich, ja, so. Und das war die Zeit, auch Ende der 70er Jahre, wo die Übersetzungswissenschaft verzweifelt versucht hat, irgendwie, sich so ein naturwissenschaftliches Image zuzulegen. Also es wurde alles in Formeln gebracht, und Vermeer war ein großer Formelerfinder. Ja, Generationen von Studierenden haben darüber Aufsätze geschrieben und geweint in der Nacht.
über diese Formeln. Aber das war die Zeit. Sie müssen das einfach in der Zeit sehen. Ist inzwischen wieder vorbei. Und so kann man auch sagen, man muss es aussitzen. Da gibt es ja auch dann gute Vorbilder für. Ja, und die bedeutet einfach diese Skopos-Theorie, dass man so übersetzt, dass man das Ziel erreicht, was man sich vorgenommen hat. Also die Art des Übersetzens hängt davon ab, was man für einen Zweck verfolgt. Das ist so simpel. Ja? Und hat aber, wie gesagt, niemanden vom Hocker gerissen, 1978 nicht, dann hat er 79 nochmal einen Aufsatz, auch in dem Verbandsorgan des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer, MDÜ, hat er auch nochmal so einen Aufsatz geschrieben, hat auch niemanden von Hocker gerissen. Dann hat er 1984 zusammen mit Katharina Reiß, die war meine Lehrerin in Heidelberg, dieses berühmte Buch geschrieben, Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, ist natürlich auch wieder so ein typisch akademischer Titel mit der Grundlegung. Ne? Nicht Grundlagen, sondern Grundlegung. Hat eine lange Tradition in der deutschen Wissenschaft. Und da gingen nun endlich mal die Warnlampen an. Ja, also das konnte man schon sagen. Was passierte, das hat jetzt auch wieder was mit den Konventionen zu tun, wenn zwei Leute in Deutschland ein Buch schreiben, dann kommen die Namen in alphabetischer Reihenfolge aufs Titelblatt. Ja? Nun ist aber leider dieses Buch so aufgebaut, dass der erste Teil von Vermeer ist und der zweite Teil von Katharina Reiß. Ja? Also der erste Teil ist die Grundlegung. Und der zweite Teil ist die Anwendung von Katharina Reiß, sehr viel praxisorientierte, viele Textbeispiele und so. Ja? Weil das aber nicht jeder weiß, besonders die Leute, die im Ausland das jetzt auf Deutsch lesen, weil sie ein bisschen Deutsch können, ist der Mythos entstanden, die Skopos-Theorie ist von Katharina Reiß. Ja, klar, erster Name, erster Teil. Und ich wandere jetzt hier durch die Gegend und erzähle überall, dass das nicht stimmt, damit Sie es wenigstens mal korrekt lesen. Ja, so, da war nun ein bisschen das ausgeführt, Übersetzen als kommunikative Handlung. Sprachen kamen da überhaupt nicht vor. Und etwas, was man Vermeer immer vorgeworfen hat, Vermeer hat die Sprachen beim Übersetzen abgeschafft. Ja, weil er irgendwo mal einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel Übersetzen lernen ohne Sprachen. Ja, also er hat den Ausgangstext abgeschafft, er hat die Sprachen abgeschafft. Ja, was bleibt uns denn eigentlich dann noch beim Übersetzen? Naja, also es hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt und ich kann Ihnen versichern, dass überall, ich werde ja nur eingeladen von Leuten, die davon was gehört haben und die sich für meine Vorträge interessieren, weil sie wissen, dass ich Anhängerin der Skopos-Theorie bin, ja. Und da, wo ich hinkomme, ist ja nicht immer, da sähe ich nicht erst, sondern da ernte ich schon. Denn das wissen die vorher schon und sagen, ach, wir brauchen ihre Bücher, die benutzen wir schon Ewigkeiten. Sag ich, ja, muss einem ja mal gesagt werden, warum weiß ich das nicht? Ja? Und es gibt Übersetzungen überall von meinen berühmten Werken und so weiter. Das heißt, man kann jetzt wirklich sagen, überall auf der Welt, außer in Deutschland, ist die Skopos-Theorie die Translationstheorie, die Theorie für Übersetzen und Dolmetschen überhaupt. Kann man so großzügig mal sagen. Es gibt schon ein paar Ecken in Afrika, wo ich nicht weiß, ob es schon so ist. Aber ich habe da neulich meinen Vortrag gehalten, How Theories Travel, und habe das mal versucht, auf einer Weltkarte so einzuzeichnen, wo überall inzwischen Publikationen mit funktionalistischem oder skopos-theoretischem Hintergrund entstehen. Ne? Und das ist schon interessant. Aber jetzt haben wir 2014 und da sind wir immer noch, ja, 30 Jahre Halbwertzeit ist schon ganz gut. Okay, so, als Funktionalismus bezeichnet man dann die Anwendung der Skopos-Theorie größtenteils auf die Didaktik. Also die Germersheimer Kolleginnen, die da direkt in Kontakt waren mit Vermeer, die haben das aufgegriffen. Dann wurde er nach Heidelberg berufen, da hat er auch einen Zirkel von Anhängerinnen um sich geschart. Und da gibt es dann eben auch diese paar Leute, es waren nicht immer so viele, aber es waren schon genug,
die das dann angewendet haben auf ihre, auf ihren Unterricht, Übersetzungsunterricht, und die dann auch dazu publiziert haben. So, hier könnte man jetzt sagen, wenn, weil wir ja vorhin diese schönen, einfachen Grafiken hatten, läuft es so nach diesem Modell. Es gibt einen Textproduzenten und jetzt kommt es interessant, ein Text ist ein Informationsangebot. Das macht die Sache jetzt ziemlich interessant, weil wir jetzt nicht mehr sagen können, was ist denn eigentlich ein Text? Also wir gehen da so ein bisschen im Einklang mit der Rezeptionsästhetik bei den Literaturwissenschaftlern. Die sagen, ein Text ist so viele Texte, wie es Leute gibt, die ihn lesen. Und im Prinzip ist das diese Vorstellung. Ein Text ist ein Informationsangebot und jeder und jede, die ihn liest, sucht sich raus. Und das ist eine tägliche Erfahrung. Ja? Das machen Sie auch. Ich mache das auch, wenn ich einen Text lese. Ich suche mir das raus, was ich jetzt verarbeiten will oder kann und was mich interessiert. Und das andere lasse ich links liegen. Ja? Okay. Und wenn man das jetzt aufs Übersetzen anwendet, na, da geht ja natürlich Tor und Tür auf. Da haben wir also irgendwelche Rezipienten in der Ausgangskultur, die den Ausgangstext rezipieren und da ihre eigenen Texte draus machen aus diesem Angebot. Und dann gibt es den Translator. Und gerade bei literarischen Texten, bei Fachtexten nicht so sehr, aber auch doch immer noch weitgehend, gehört ja der Translator nicht mal zur Ausgangskultur. Wenn ich aus dem Spanischen übersetze, übersetze ich Texte, die für mich gar nicht geschrieben sind. Ja? Also muss man sich das mal klar machen. Natürlich sieht der Translator das Informationsangebot aus seiner, ihrer Perspektive. Ja? Und es ist eigentlich auch ganz normal. Aber damit fällt natürlich der ganze Begriff der Äquivalenz in Scherben zusammen. Ja? Dann sagen wir, äquivalent zu was? Ja? Ja, wenn wir Shakespeare heute übersetzen, äquivalent zu dem, was Shakespeares Zeitgenossen daraus gemacht haben oder heutige englische Muttersprachler in Großbritannien, in USA, in Australien, in Indien oder was. Ja? Also äquivalent dieser Begriff, selbst wenn wir ihn nicht nur in 5 Varianten fassen, sondern vielleicht in 27 würde es auch nicht ausreichen. Wir würden einfach mit diesem Begriff nicht klarkommen. Das ist übrigens auch was typisch Deutsches, kulturspezifisch Deutsches, dass wir offensichtlich, die Erfahrung habe ich selbst gemacht, so Begriffe mit Hilfe der Etymologie der Bezeichnungen definieren. Sagen Äquivalenz, das muss was Äqui sein, also gleich. Und Valenz, naja, irgendwas mit einer Wertigkeit. Also übersetzen wir Äquivalenz mit Gleichwertigkeit und versuchen, das, den Begriff so zu definieren. Meine spanischen Freunde sagen, ich weiß gar nicht, was du immer gegen die Äquivalenz hast. Es kann doch Äquivalenz mit verschiedenen Funktionen geben. Und dann sage ich, nee, das geht doch gar nicht. Das ist doch eine Contradictio in adjecto. Das kann man doch gar nicht machen, ja? Aber daran sehen Sie schon, wie schwierig das ist, jetzt noch interkulturell über diese Dinge zu reden. Ja, weil selbst der Begriff der Äquivalenz natürlich kein Äquivalent hat. Ja? So, und der Translator, der macht nun seinerseits ein Informationsangebot an die zielkulturellen Rezipienten. Und jetzt sieht man schon, da kann alles Mögliche passieren. Ja, und der italienische Autor Umberto Eco hat mal gesagt, er redet ja immer mit seinen Übersetzern und er hat mal gesagt, es ist einfach faszinierend, was die Übersetzer alle in meinem Text finden, was ich da nie, was ich nie im Traum gedacht habe. Ja, aber das ist doch eigentlich gerade, ich finde, das ist genau das Spannende am Übersetzen. Ja, wenn es so nicht wäre, vergiss es. Ja, das ist doch wirklich das, dass man sagt, was passiert da beim Übersetzen? Da wird der Text irgendwie weitergereicht und andere Leute machen da was anderes mit und kriegen davon andere Ideen. Ja, das ist doch toll. Also ich hasse diese Rede vom Verlust beim Übersetzen, sondern ich finde, Übersetzen ist immer ein Gewinn. Man verliert am meisten, wenn man nicht übersetzt. Ja? Und dann ist egal, wie Sie übersetzen, aber irgendwas ist immer ein Gewinn. So, komme ich dann jetzt noch mal hier kurz drauf zurück, weil wir das gleich brauchen werden.
auf meine beiden Typen von Übersetzung, die ich dokumentarische und instrumentelle Übersetzung nenne, also analog zu diesen Dichotomien, die wir ja schon gesehen haben, würde ich jetzt mal sagen, dass eine dokumentarische Übersetzung etwas dokumentiert. Darum heißt sie so. Und zwar dokumentiert sie einen Kommunikationsvorgang, der da in der Ausgangskultur stattgefunden hat oder stattfindet oder bestimmte Aspekte davon. Ja? Und während eine und da ist sich der Leser einer dokumentarischen Übersetzung eigentlich auch mindestens in 95% der Fälle dessen bewusst, eine Übersetzung zu lesen, zu sehen, das ist also Schleiermachers Text, Leser zum Text bringen, während eine instrumentelle Übersetzung die Produktion eines selbstständigen Zieltexts aus dem Informationsangebot des Ausgangstextes. Also ich stelle das immer gern so, da sage ich, der Ausgangstext ist so unsere Knetmasse, ja, und wir haben einen bestimmten Skopos, der uns sagt, wie der Zieltext aussehen sollte. Und dann kneten wir diese Knetmasse, manchmal haben wir ein bisschen Spucke dazu und so, ja, die kneten wir dann so, dass sie diesem Skopos entspricht. Das ist der Gedanke dabei. Ja? Und da wird in der Regel dann nicht lange gesagt, aber vielleicht steht es irgendwo ganz klein, ganz hinten oder auf der Rückseite des Titelblatts, dass es sich da um eine Übersetzung handelt und von wem die ist, möglichst auch noch dabei. Ja? Also als mein Mann mich gefragt hat, ob ich mitmache bei diesem Projekt Neues Testament und frühchristliche Schriften, habe ich gesagt, zwei Bedingungen. Erstens, ich will aufs Titelblatt. Und zweitens, es muss eine funktionale Übersetzung sein. Ja, das hat er angenommen und dann hat er hinterher das wahrscheinlich bereut. Aber egal. So, und jetzt können Sie sehen, was da alles noch drunter gehört. Denn mit diesen zwei, wie gesagt, mit diesen zwei Typen, das reicht ja nicht. Ich habe nichts ausgedacht. Ich habe mich nur umgeschaut, was gibt es alles für Formen von Übersetzung auf dieser Welt. Und dann habe ich die denen untergeordnet, ja? Diesen beiden Typen. Und dann kann man sagen, es gibt Interlinearversionen, ja natürlich, damit haben Sie ja sicherlich öfter mal zu tun. Es gibt wörtliche Übersetzungen, das ist die Grammar Translation des Fremdsprachenunterrichts, die Sie auch alle kennen, ne? So treu wie möglich, so frei wie nötig. Dann gibt es philologische Übersetzungen mit Fußnotenanmerkungen, Glossaren und anderen Paratexten. Und dann gibt es das, was ich die exotisierende Übersetzung nenne. Das ist eine Übersetzung, die etwas, deswegen exotisieren, die etwas exotisch macht, was ursprünglich nicht exotisch war. Also wenn ich das Neue Testament übersetze, waren diese Texte für die Leute, für die sie gedacht waren, nicht exotisch. Das war ja ihre Kultur. Ja? Die konnten das, was sie über ihre eigene, na, exotisch in Bezug auf Jesus vielleicht, aber nicht kulturell, exotisch, sondern ich meine, wenn ich in Palästina lebe, weiß ich, wie es da aussieht. Und ich muss sagen, ich habe vieles erst verstanden, als ich in Jordanien zum Beispiel durch die Wüste nach Petra gefahren bin und gedacht habe, das ist Wüste, genau, das ist Wüste. Jetzt weiß ich, was Wüste ist. Ja? Weil unser prototypische Wüste nämlich die Sahara ist, wenn wir an Wüste denken, aber nicht diese Steine, ne? Und kein Brot. Genau. Die also etwas Exotisches darstellt, aber in einer sprachlichen Form, die es den Lesern ermöglicht, das zu verstehen. Ja? Und so wird eigentlich, wenn Sie sich mal überlegen, Sie haben ja bestimmt auch schon übersetzte Belletristik gelesen, wenn Sie überhaupt je dazu kommen, sowas zu lesen, sowas Leichtfertiges. Das ist eigentlich das, was wir meistens bei der Übersetzung von Belletristik finden. Solche exotisierenden Übersetzungen. Wenn die kulturelle Distanz sehr groß ist, also chinesische Romane ins Deutsche übersetzt, dann oft auch philologisch, nämlich mit Fußnoten, weil es dann einfach gar nicht anders geht. Ja, weil sie schon noch Zusatzinformationen brauchen. Das wären also alles dokumentarische Übersetzungen, diese vier. Gibt es vielleicht auch
Überlappungen und Mischtypen. Aber im Prinzip kann man das, glaube ich, ganz gut so identifizieren. Und dann haben wir die instrumentellen Übersetzungen. Und dabei können wir natürlich sagen, ja klar, es gibt schon eine Menge von Übersetzungen, bei denen geht es darum, die Funktion, die der Ausgangstext erzielen sollte, jetzt auch mit dem Zieltext zu erzielen. Ja? Ich habe das Buch von Reis und Vermeer ins Englische übersetzt und dabei etwas gemacht, was wahrscheinlich viele Leute auch gewöhnungsbedürftig finden, habe es allerdings im Vorwort erklärt, Funktionskonstanz zu erzielen. Und zwar in Bezug auf die Beispiele. Ja, Reis und Vermeer benutzen natürlich Beispiele irgendwie aus dem deutschen Sprach- und Kulturraum. Englisch ist auch noch ein bisschen dabei, ein paar andere Sprachen, aber dann immer mit Vergleich zu Deutsch. Und wenn man das nun ins Englische übersetzt, und dabei muss man ja sozusagen an eine Global Audience denken, also an ein globales Publikum, nicht nur Briten oder Amerikaner, dann können die ja mit Bezügen auf die deutsche Kultur und Sprache ehrlich gesagt nichts anfangen. Ja? Damit, und wenn dann ein solches Beispiel funktionieren soll, genauso, na, dann muss man schon ganz schön viel adaptieren. Ja? Und auch manchmal Beispiele rausschmeißen und andere dazu erfinden oder ersetzen und all solche Dinge. Und ich denke mal, weil das nicht so üblich ist, ist es schon gerechtfertigt, das vorher zu erklären. So wie wir bei unserer Bibelübersetzung auch ein langes Vorwort geschrieben haben und gesagt, das muss man den Leuten erklären, was das bedeutet, hier jetzt funktional übersetzen. Denn die denken, ja, also wir haben ja schon verschiedene Übersetzungen des Neuen Testaments gelesen. Ne? Und jetzt mussten wir wo warten, bis Berger und Nord kommen, um zu wissen, wie es richtig heißt. Ja, wie es richtig heißt. Das möchte man doch gern wissen. Und dass es nun mehrere Möglichkeiten gibt, je nachdem, auf was für einem theoretischen Fundament sich und methodischen Fundament man sich bewegt, das ist ja nicht so ohne weiteres klar. Okay, manchmal geht es nicht mit der gleichen Funktion. Ja? Stellen Sie sich vor, eine Satire, Don Quixote, Gulliver's Travels, satirische Texte. Satire kann ja nur wirken für jemanden, als Satire, für jemanden, der die Situation kennt, die da satirisch aufs Korn genommen wird. Ja? Ein paar hundert Jahre später funktioniert das nicht mehr. Und da kann man sagen, vielleicht im englischsprachigen Raum kriegen die Leute im Unterricht, im Schulunterricht so viel über Gulliver's Travels und die satirische Funktion erzählt, dass sie das dann selber glauben, dass sie das merken. Aber wenn man das übersetzt für eine Kultur, die dieses Wissen nicht mitbekommt, dann kann die Satire nicht funktionieren. Weswegen man häufig dieses Buch, genau wie auch den Don Quixote, als Kinderbuch übersetzt hat. Und gesagt, also das hat diese satirische Funktion, dann hat es auch noch eine narrative Funktion. Es wird einfach eine spannende Geschichte erzählt, die spricht die Kinder ein. Und wir haben jetzt die Funktionen ein bisschen vertauscht und sagt, also wer es mit der Satire merkt, dem wollen wir es nicht vorenthalten. Aber Schwerpunkt liegt auf der narrativen Funktion. Und wenn wir irgendwie einen Konflikt haben zwischen den Konventionen, zwischen den Funktionen, dann kriegt die narrative Funktion Priorität. Ja, so muss man sich das schon überlegen. Und das würde ich dann eine funktionsvariierende Übersetzung nennen. Trotzdem instrumentell, steht meistens nicht irgendwie groß noch was dabei. Und korrespondierende Übersetzungen habe ich gefunden in der Übersetzung von Lyrik besonders. Da, wo das nicht für zweisprachige Ausgaben gibt, ne? Zweisprachige Ausgaben, da haben sie Gedichte meistens in wörtlicher Übersetzung, manchmal mit einer Fußnote oder auch nicht, also als Hilfsmittel für das Verständnis des Inhalts. Aber stellen Sie sich vor, Sie machen eine Anthologie der chinesischen Lyrik des 20. Jahrhunderts und da sind die chinesischen Gedichte alle auf Deutsch drin. Und nichts Chinesisch. Und dabei würde man natürlich versuchen, und natürlich nicht, aber man würden, die meisten Leute tun das, versuchen, das Poetische an diesen Gedichten
so rauszubringen, dass ein deutscher Leser sagt, ja, das erkenne ich als Gedicht. Ja? Denn ich meine, die Poesie in China folgt schon anderen Gesetzen. Und trotzdem wollen wir ja irgendwie eine Brücke bauen und sagen, ja, wenn das nachher so wirkt wie ein Kochrezept, dann kann es ja nicht, ja, es ist ja kein Gedicht. Ja? Also das wäre dann die korrespondierende Übersetzung. Ist allerdings wahrscheinlich ein eher seltener Fall, weil Lyrik heutzutage doch vielfach, aber nicht ausschließlich, in zweisprachigen Ausgaben publiziert wird. Ja, und dann, und daran kann man nämlich ganz gut sehen, der Zweck heiligt die Mittel und der Zweck bestimmt auch die Art und Weise, wie man übersetzt. Daran kann man das doch sehr gut erkennen. Ja, und damit sind wir einigermaßen pünktlich. Da ist es jetzt nicht mehr nochmal so. Ach so, wir sind überhaupt noch nicht. Mann, Mädchen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also übersetzen als mentaler Prozess wollte ich Ihnen noch erzählen. Genau, das wollten wir ja nicht vergessen. Das fing an mit Hans-Peter Krings. 1986 war seine Dissertation, was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht. Und da hat er dann so Protokolle des lauten Denkens gemacht und die Leute haben erzählt, dass sie kalte Füße haben und dass sie immer blöd dieses Wort schon wieder nicht wissen, was sie schon so oft nachgeguckt haben. Ja? Und so weiter. Die Probleme, die es dabei gab, war vor allen Dingen, er hat es mit Sprachstudierenden gemacht, also mit Philologen. Den hat er einfach gesagt, übersetzt mal diesen Text und sagt alles, was euch durch den Kopf dabei geht. Und später hat man das auch mit Profis gemacht, Profi-Übersetzerinnen gemacht. Und das Dumme ist, die sagen nichts. Das geht nicht so gut, bei denen geht das so schnell, ja, dass sie gar nicht so schnell mitkommen mit dem Sagen. Zweiter Einwand war die Veränderung des Prozesses beim Sprechen. In dem Moment, wo ich das verbalisiere, verändert sich ja mein Denkprozess. Ja? Und manche haben dann auch festgestellt, dass ihre Studentinnen und Studenten dann das gesagt haben, wo sie gedacht haben, ja, also der Paul Kussmaul hat daraus berichtet und gesagt, vorher hatten sie bei mir Unterricht und dann haben sie sich schon überlegt, was sie dann sagen, dass der Kussmaul sich freut, wenn er das nachher die Protokolle liest. Ja. So. Und es war auch zuerst rein linguistisch äquivalenzorientiert, das war um die Zeit kein Wunder. Das sah dann ungefähr so aus, ja, Übersetzungseinheit bestimmen, Äquivalent suchen. Äquivalent gefunden, super, ja, einsetzen. Äquivalent nicht gefunden, oh, nochmal nachdenken. Dann vielleicht Einheit größer, kleiner machen. Ja? Äquivalent gefunden, oh, klasse, ja, einsetzen. Und kein Äquivalent gefunden, Mist. Genau, ja, gibt es vielleicht eine Kompensation oder so, das, so nennt man das, wenn beispielsweise ein Wortspiel an einer Stelle nicht zu übersetzen ist und man sagt, na, machen wir mal hinten, halbe Seite später lässt sich ein Wortspiel einbauen, dann kompensieren wir das, ja, durch eins an einer anderen Stelle und so weiter. Kann das natürlich dann noch stundenlang so weitergehen. Gut. Ab Mitte der 1990er Jahre wurde das alles etwas verfeinert. Denn man hat dann, und da kommen wir auch gleich nachher drauf zurück, dieses Verfahren kognitionswissenschaftlich erweitert und die Erkenntnisse der Kognitionswissenschaft herangezogen, um zu sagen, wie versteht man eigentlich Texte? Was passiert eigentlich im Kopf, wenn man so einen Text versteht? Und da haben Leute auch Experimente mit professionellen Übersetzerinnen gemacht, die semiprofessionellen, das sind die Studierenden in Germersheim. Ja, die heißen Semiprofessionelle, weil sie ja schon nicht mehr so ganz unprofessionell sind. Ja? In Kopenhagen an der Business School gibt es einen Kollegen, der heißt Arndt Lykke Jacobson und der hat einen klugen Sohn und einen IT-begeisterten Sohn, der ihm ein Programm geschrieben hat, das man Translog nennt, das ist so wie ein Logbuch, ne? Und das registriert jede Tastenbewegung.
Also Sie kriegen dann, Sie schreiben am Computer Ihre Übersetzung und das Programm registriert alles, was Sie machen. Auch die Pausen, wenn Sie eine Weile warten und wahrscheinlich nachdenken oder eine Tasse Kaffee holen oder irgend sowas. Ja, und dann auch, wenn Sie zurückgehen, was überschreiben, was verbessern oder verschlimmbessern oder sowas. Ja, und das ist natürlich ganz interessant, weil man, die benutzen das auch in der Didaktik und gehen dann hinterher hin und sagen zu der Studentin, sagen, komm mal her, wir gucken uns jetzt mal deinen Log an. Warum hast du da das und das so gemacht? Das unterstützt das Erinnern besser als, und es ist auch objektiver natürlich, als dieses reine Think-Aloud-Protokollieren. Ja? Und nun macht man auch was mit Eye-Tracking, das heißt, wo gehen die Augen zuerst hin, wo gehen sie rauf und runter, ja? Und was können wir daraus lernen? Also da ist noch nach oben allerlei offen und da kommt nun auch das rein, was wir nachher noch mal ein bisschen genauer uns angucken, nämlich dieses Modell von Scenes and Frames von Charles Fillmore, das auch Vermeer mit einer seiner Schülerinnen aufgegriffen hat in einem interessanten Buch mit dem interessanten Titel Mögen Sie Zistrosen? Ja, schön, dass ich es nur mit den Titeln habe. Ja? Und die Prototypen-Semantik, die auch dazu gehört und die hat auch Paul Kussmaul in Germersheim sehr stark ausgenützt. So, ebenfalls in Germersheim der Kollege Hans Hönig, leider viel zu früh verstorben, der hat nun ein Übersicht, das brauchen Sie nicht im Einzelnen anzugucken. Ja? Aber da können Sie jetzt mal dran sehen, das ist so eine Art Kombination von Funktionalismus, das heißt also Hönig war Funktionalist der ersten Stunde und dieser Übersetzungsprozess-Erkenntnisse. Also wie läuft das rum und wo sind da die verschiedenen Stellen, an denen es dann eventuell auch hakt, ne, beim Übersetzen. Das ist ja in der Didaktik immer wichtig. So, vorletztes Paradigma. Ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt. Die habe ich alle schon erwähnt, das geht ja fix. So, und ebenfalls in Israel, Itamar Evensohar hat für die Literaturwissenschaft eigentlich seine Polysystemtheorie ausgearbeitet, die ebenfalls für die Übersetzung von Bedeutung ist. Das bedeutet so, jede Kultur in jeder Kultur, alle, ja, das ganze Repertoire an Texten, was es da gibt, literarische, nicht literarische etc., bilden ein Polysystem. Ja? Das gilt jetzt, wenn wir übersetzen, sowohl für die Ausgangskultur als auch für die Zielkultur. Und wenn wir übersetzen, wird unser übersetzter Text, der kommt in das zielkulturelle Polysystem hinein. Und die interessante Frage ist, wo findet er da sein Plätzchen? Ja, also zum Beispiel mit den Texten der gleichen Textsorte oder vielleicht gibt es ein extra Kästchen nur für übersetzte Texte. Das kann ja ganz unterschiedlich sein in den verschiedenen Kulturen. Und das ist hier genau auch dieser zielkulturelle Blickwinkel, der eine wichtige Rolle spielt. Das zentrale Thema für die Deskriptivisten, um sie mal so zu nennen, sind epochenspezifische, explizite und implizite Normen. Unter expliziten Normen, wie der Name sagt, versteht man Normsetzungen von außen, also beispielsweise auch sowas wie Zensur, ja, in einer bestimmten Kultur zu einer bestimmten Zeit oder Vorschriften. Ja, in der früheren DDR fand das Übersetzen sehr zentral geregelt statt. Da gab es nur eine Firma, in Anführungsstrichen, für die konnte man übersetzen. Das war Intertext und die mussten alle nach dem gleichen Modell übersetzen. Das sind explizite Normen. Aber daneben gibt es natürlich auch noch implizite Normen. Das heißt, das, was die Übersetzenden so als Normen empfinden. Ja? So, die Schere im Kopf zum Beispiel wäre sowas. Ja? Denn ich sage, wie macht man das denn? Ja? Die Frage, wie übersetzt man das denn generell?
Also was macht man denn mit bestimmten Übersetzungsproblemen? Das sind die impliziten Normen. Und das ist natürlich interessant, das zu untersuchen anhand von vorhandenen Übersetzungen. Dass man sagt, aha, und diese solche Normen und Konventionen sind kulturspezifisch einerseits und sie sind auch zeitabhängig. Das heißt, die verändern sich in der Zeit. Und wenn man dann also Übersetzungen vergleicht, da gibt es ein paar schöne, schöne Bücher, die zum Beispiel drei Komödien von Calderón de la Barca übersetzt in drei verschiedenen Epochen von drei verschiedenen Übersetzern jeweils. Ja, und dann kann man sehen, was haben die immer zu einer Epoche gemeinsam und was unterscheidet sie von denen der anderen Epoche. Und da haben sie Stoff für alle Ewigkeit. Also, dass man da nun Mangel an Themen hätte, kann nicht behauptet werden. So, jetzt kommt spannendes Thema, Übersetzen als Emanzipation, feministische Übersetzungswissenschaft. Bei uns ist sie irgendwie nicht so furchtbar auf fruchtbaren Boden gefallen. Natürlich zuerst in USA und Kanada. Aber die Thematiken, die diese Richtung plötzlich in den Vordergrund schiebt, das finde ich interessant. Also wer hatte sich je vorher Gedanken darüber gemacht, ob es eigentlich ein Unterschied ist bei der Übersetzung eines bestimmten Textes, ob der von einer Frau oder von einem Mann übersetzt wird? Ja? Besonders bei feministischer Literatur, von Männern übersetzt, die merken das vielleicht gar nicht, was da dran feministisch ist, kann auch passieren. Ja? Also diese Fragen, was spielen Frauen eigentlich in der Übersetzung, auch historisch, für eine Rolle? Gibt es da Unterschiede in der Art und Weise, wie man übersetzt? Was hat das Ganze mit Macht zu tun und Ideologie? Natürlich ganz klar kam sofort dieses Thema, ja, der Machtstrukturen aufs Tapet. Und das verbindet die feministische Übersetzungswissenschaft mit der postkolonialen, also die Frage der Macht und der Ideologie. Ja? Fragen sind hier also, was wird überhaupt übersetzt und warum? Wer bestimmt das, was übersetzt wird? Verlage oder aus welchen Sprachen wird übersetzt, aus welchen Sprachen wird nicht übersetzt? Ja, das sind alles so Themen, da hat vorher nie jemand dran gedacht. Ja, deswegen finde ich das gut, diese verschiedenen Ansätze sich anzuschauen und sagen, pah, ja, guck doch mal jetzt durch diese Lupe und du wirst interessante Dinge finden, ja, die man vorher einfach gar nicht gesehen hat. Ne? Wer bestimmt, wie übersetzt wird, wer bestimmt, was übersetzt wird, wie greifen Verlage oder Mäzene auch, Sponsoren in Übersetzungstätigkeiten ein, was passiert da eigentlich? Zum ersten Mal eben auch so, Verlage werden mit einbezogen, ich habe eine ganze Menge Arbeiten auch betreut, die in diese Richtung gingen. Wenn ich ja so feministische Studentinnen hatte, die gesagt, die möchte irgendwas machen mit Feminismus. Ich sagte, ja, dann müssen wir mal gucken, ja, was wir da machen können. Das ist also ein super spannendes Kapitel, was man aber vielleicht hier jetzt in diesem Rahmen nicht so relevant finden würden. Dann die Sache mit den Datenmengen, das fing Anfang der 90er Jahre an, wo man also anfing, Korpora zusammenzustellen. Ja? Ich habe immer gesagt, also korpusbasiert war zum Beispiel meine Titelforschung. Ja? Aber es war kein elektronisches Korpus, das war alles nur auf Papier. Und meine Analyse, die lief so ab. Ja, langen Zugfahrten zwischen Heidelberg und Wien, immer zwei, eine 8 Stunden und 10 Stunden Zugfahrt, da können Sie richtig gut Titel analysieren, bis es Ihnen zu sonst wo wieder rauskommt. Ja, aber es gibt also Leute, die sagen, also korpusgestützte, corpus-based translation studies, das ist nur mit elektronischen Korpora. Finde ich nicht. Ich finde, ein Korpus ist das, was Sie hier übersetzen, ist auch ein Korpus. Ja, eine Menge von Texten, die irgendeinen Zusammenhang haben, die nach irgendeinem Kriterium zusammengestellt sind, das muss man natürlich offenlegen und dann kann man sagen, das ist ein Korpus. Ja? Aber diese empirischen Arbeiten, die sich auf elektronische Korpora stützen, die
ja, bringen meiner Meinung nach vielleicht Beweise für etwas, was man ja, so gefühlsmäßig eigentlich schon immer gedacht hat. Also nehme ich nur ein Beispiel. Viele Arbeiten haben doch den Beweis erbracht, dass Übersetzungen expliziter sind als nicht übersetzte Texte. Und das haben sie anhand von Millionen Wörtern nachgewiesen. Und ich persönlich hätte immer gesagt, ja, ich finde, das ist eigentlich das Proprium bei Übersetzungen. Ne? Denn man übersetzt für eine Kultur, die bestimmte Dinge nicht weiß, die die andere Kultur aber wusste oder weiß. Und deswegen ist also explizit machen eine unserer wichtigsten Tätigkeiten beim Übersetzen. Also ich würde sagen, eine Übersetzung, die nichts explizit macht, ist vielleicht keine Übersetzung oder kann ihren Zweck nicht erfüllen. Gut, aber das ist jetzt hier meine persönliche Meinung zu dieser Maus, die da geboren wurde. Denn da geht es immer um Universalien. Kann man irgendwie feststellen, dass irgendwas ein Universale ist? Ne? Und ja, ich habe meine Probleme mit Universalien, weil ich finde eigentlich, es ist alles kulturspezifisch. Und auch die Explizitheit von Texten ist vermutlich nicht in allen Kulturen gleich. Ja? Das Faktum Explizitheit ist vielleicht überall da, aber das müssen wir schon noch ein bisschen genauer untersuchen.